Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte zum Brexit hat uns gezeigt, und ich glaube, so sollten wir auch immer differenzieren, dass wir dieses Problem auf mehreren Ebenen angehen müssen. Und natürlich, das müssen wir gerade auch als selbstbewusste Parlamentarier sagen, ist die allererste Ebene, aus der wir uns diesem Thema nähern, natürlich die nationale Perspektive. Was ist zu tun für unser Land? Was müssen wir anpassen? Welche Konsequenzen sind im deutschen Interesse? Und ich will entgegen aller Cassandra-Rufe, die es hier in der Debatte gab, will ich deutlich sagen, die Bundesregierung ist vorbereitet und wir werden auch auf die neuen Entwicklungen reagieren. Wir werden hier im nationalen Interesse agieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hinzu kommt aber, und das ist völlig klar, und Herr Buschmann, Sie haben das zu Recht angesprochen, natürlich gibt es gerade die europäische Dimension des Brexits, und der Brexit ist für uns kein europapolitisches Tagesgeschäft, sondern im Moment wirklich eine der wichtigsten Entwicklungen innerhalb der Europäischen Union, die uns natürlich auch Sorge macht. Und gerade deshalb haben wir als selbstbewusste Parlamentarier auch gesagt, mit einem Antrag aus den Fraktionen heraus erarbeitet, wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und ich weiß ja nicht, die FDP scheint ja dann wirklich Sehnsucht danach zu haben, dass die Bundesregierung hier die Debatten aufwirft. Wir machen das bei uns in der Fraktion selbst und haben einen eigenen Antrag vorgelegt. Und das ist auch ein guter Weg. Und ich will auch sagen, wir haben hier diesen Antrag vorgelegt, und er enthält vor allem einen Anspruch, den wir brauchen. Nämlich einen Anspruch, den Blick zu lenken auf eine multinationale Welt. Und das ist auch wichtig. Wir sehen bei den Briten im Moment, und das ist eben nicht die Aufgabe des Deutschen Bundestages, wir sehen in der Bewertung der britischen Innenpolitik doch eine gewisse Verunsicherung. Und wir sehen vor allem in der britischen Innenpolitik, dass man sich schneller einig darin ist, gegen etwas zu sein, als für etwas zu sein. Die Briten sind gegen das Abkommen, sie sind gegen Theresa May zum Teil, aber trotzdem auch gegen ein Misstrauensvotum. Aber sie sagen uns nicht, für was sie sind. Und hier ist das Wichtige, das formuliert werden muss, für was wollen wir eintreten. Und für uns ist das ganz klar, wir wollen hier eintreten. Für Freihandel, für eine Sicherheitskooperation und für Wachstum. Und dafür ist auch die Tür für Großbritannien offen. Aber wir sind nicht bereit, hier nur aus Abwehrhaltung heraus Freihandel zu betreiben, Kooperationen zu machen. Das ist nicht der richtige Weg auf einer internationalen Ebene. Und deswegen sagen wir ein klares Bekenntnis zu einem Multilateralismus. Das ist auch der Geist, den unser Abkommen trägt. Aber wir sagen, und das haben die Kollegen Florian Hahn und Detlef Seif zu Recht gesagt, wir wollen keine Nachverhandlungen. Es gilt am Ende eines langen Abstimmungsprozesses, take it or leave it. Und so ist es auch mit diesem ausgehandelten Abkommen. Und der Entwurf, der auf dem Tisch liegt, ist fair. Er ist ausgewogen und beide Seiten haben auch Zugeständnisse gemacht. Und ich kann nur sagen, wenn die Briten glauben, dass sie durch den Brexit gewonnen haben, dann ist das die völlig falsche Grundannahme. Das Grundübel ist schon die Kampagne für den Brexit und die Entscheidung für den Brexit. Man kann nicht erwarten, eine falsche Grundentscheidung zu treffen und dann als Gewinner vom Platz zu gehen. Dass die Briten am Ende Einschnitte hinnehmen müssen, war schon am Anfang ihrer Entscheidung begründet. Und ich sage auch ganz klar, gerade wenn wir mit Blick auf das nächste Jahr schauen, was ist unsere Erwartung auch als Europäer? Es muss einen Unterschied machen, ob man in der Europäischen Union ist oder nicht. Und wenn man die Europäische Union verlassen will, dann darf einen nicht wundern, dass das negative Konsequenzen hat. Und es geht mir nicht darum, die Briten zu bestrafen, wie das mancher kokettiert. Aber ich will auch nicht die Bilder sehen, wie am Ende von Verhandlungen Nigel Farage und Boris Johnson über die Straßen von London laufen mit dem Union Jack in der Hand und laufen und rufen, "We are free." Das ist das falsche Bild. Und das werden wir auch nicht produzieren, sondern wir wollen in den Verhandlungen erreichen, dass sich die Gemeinschaft bekennt zu Multilateralismus, zu Freihandel und zu Wachstum. Und das ist der Weg, wie man Europa gestalten kann. Dafür steht den Briten unsere Tür auf. Und wir sagen hier, wir wollen zusammenarbeiten
mit Großbritannien. Wir wollen die deutsch-britische Freundschaft, aber wir wollen keine faulen Kompromisse auf Kosten der Europäischen Union. Es ist etwas wert, wenn man in der Europäischen Union ist. Diese Erfahrung machen die Briten zurzeit und sie machen sie schmerzlich. Ich hätte es mir für sie anders gewünscht. Und nun hoffen wir, dass wir den Weg vorangehen und dass die europäische Idee auch in Zukunft gewinnt. Dafür arbeitet meine Fraktion. Herzlichen Dank.